Willkommen zurück zu Zero Escape 999. Ja, neue Streams-Session und auch gleichzeitig neue Aufnahmesession. Wir sind dabei, wir wollten jetzt zur letzten Tür, zur Tür Nummer 9 gehen und dann mal gucken, ob das dann doch tatsächlich dann vorbei ist oder ob es noch weitergeht. Ja, und wie Clover sagt, okay, auf geht's. I'll see you later. Wir sehen uns später. Okay. Be careful. Sei vorsichtig. Ach stimmt, die wollten ja noch in den Raum gehen und wir gehen jetzt in den Fahrstuhl. Lotus, would you be so kind as to go with me? Ja, Lotus, wärst du so freundlich, mit mir mitzukommen? Go with you? Well, I didn't think people still talked that way outside of the 1950s. Mit dir gehen? Ich hätte nicht gedacht, dass Leute immer noch so sprechen außerhalb der 1950er. I'm a mother. Would that be a problem for you? Nun, ich bin eine Mutter. Wäre das ein Problem für dich? That wasn't what I meant to. Das hat er nicht gemeint. I was hoping you would come with me. Ich hatte die Hoffnung, dass du mit mir kommen würdest. Seriously though, I was kidding. Natürlich, ich hab's gemacht. So, where was it you wanted to take me? Also, wohin wolltest du mich mitnehmen? There's something I wanted to show you. Ich wollte dir was zeigen. Hey man, what the hell? I'm not important enough? Was zur Hölle, bin ich nicht wichtig genug? Also John Pye fühlt sich jetzt hier übergangen. Well, it's not like that. Und es ist jetzt nicht das. Once I've shown Lotus, I'll show you. Das, was ich Lotus gezeigt habe... Nee, wenn ich das Lotus gezeigt habe, dann werde ich es dir auch zeigen. Really? Wirklich? Of course. Natürlich. Fine. Do whatever you want. Na gut, mach was immer du willst. Thanks, Junpei. Are you coming, Lotus? Okay, und die beiden machen sich jetzt auf den Weg. Doesn't look like they're going to be back anytime soon. Okay, also nach dem Motto, dass die anderen jetzt noch nicht so weit zurück sein werden, die sich ja noch den letzten Raum vor der neuen angucken wollten. Ja, sie geht mit ihr mit, schaut, was so wichtig ist. Er bedankt sich. Shall we go? Und jetzt machen sie sich tatsächlich auf den Weg. They're so slow. Ach, sie sind so langsam. What's keeping Ace and Lotus? Clover, I guess you're the first one back. Aber ich glaube, du bist als erstes wieder zurück. Where's everybody else? What happened? Wo sind die anderen? Was ist passiert? Where are Ace and Lotus? Wo sind Ace und Lotus? Oh, Ace said he wanted to show Lotus something, so they went into that hallway. Oh, Ace hat gesagt, er möchte etwas Lotus zeigen und deswegen sind sie in den großen Flur zurückgegangen. Oh, then they went over there? Oh, dann sind sie da lang gegangen? Yeah, I think so. So where are June, Santa and Seven? Also, wo sind June, Santa und Seven? Why aren't they with you? Warum sind sie nicht mit dir? You really wanna know? Willst du es wirklich wissen? Yeah. Okay, sure. Here, let me show you. Hier, ich zeig's dir. Huh? Bracelets. Armbänder? Oh my god. Oh, holy shit. No. No, 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 no way. No way. This has got to be some kind of joke. This can't be real. Huh. Three. Drei. Seven. Oh. Six. Lastly, left discussed how to remove the bracelets. There are only two ways to do so. Schließlich lasst uns noch drüber sprechen, wie man die Armbänder entfernen kann. Es gibt nur zwei Wege, das zu tun. Eins, du fliehst von diesem Schiff. Zweitens, dein Herzschlag erreicht null. Und gleichzeitig mit Marys Heartbeat has fallen to zero, it will shut down automatically. Anderen Worten, sobald das Armband außerhalb des Schiffes ist oder bemerkt, dass der Herzschlag auf Null gefallen ist, wird es automatisch herunterfahren. But why? Aber warum? Revenge for my brother.
Rache für meinen Bruder. He was forced into door 3 and murdered. Er wurde gezwungen, in Tür 3 zu gehen und wurde ermordet. You need at least 3 people to open a door. Du brauchst mindestens 3 Leute, um eine Tür zu öffnen. Who were the 2 that opened that door with him? Und welche 2 haben die Tür mit ihm aufgemacht? It could only have been Santa and 7. Es können nur Santa und 7 gewesen sein. That's why I killed them. Deswegen habe ich sie getötet. Why? Aber warum? Why did you kill June? Warum hast du June getötet? Because she tried to protect them. Weil sie versucht hat, sie zu beschützen. She was in my way. She had to die too. Sie war mir im Weg. Sie musste auch sterben. No. 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 Hey, Junpei. Hey, Junpei. Let's go. Lass uns gehen. Let's get out of here. Let's leave this ship. Lass uns hier rausgehen. Lass uns dieses Schiff verlassen. What the hell are you talking about? Worüber redest du jetzt? To open a numbered door. Um eine nummerierte Tür zu öffnen. Yes, I know. You need at least 3 people. Ja, ich weiß, du brauchst mindestens 3 Leute. But as long as we have this. Aber solange wir die hier haben. That's the Zero Bracelet. Das Nullarmband. You've got something in your pocket. What is it? Du hast etwas in deiner Tasche. Was ist das? Oh, this? This is. Oh, das, das ist. See? You get it now? Siehst du? Hast du es jetzt? If we have the Zero Bracelet, we can leave. Wenn wir das Nullarmband haben, können wir dieses Schiff verlassen. You and I can open door 9 with just the 2 of us. Wir beide können Tür 9 öffnen. Nur wir beide. See? So let's go. Siehst du? Come on. Hurry up. Komm, beeil dich. Junpei. Junpei. Clover. Yeah? Autsch. Thanks, Junpei. Danke, Junpei. I'm just gonna borrow this, okay? Ich leih mir das nur mal kurz, ja? Bad End. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Let me ask you a question. Okay, wir haben jetzt ein Ende erreicht. Es scheint also mehrere Enden zu geben. Ja. Um alle Enden zu erleben, muss man das Spiel mehrfach durchspielen. Geh sicher, dass du deinen Fortschritt nun speicherst, um alle Informationen, die du erlangt hast, zu behalten. Memory of Escape ist zum Titlescreen dazugefügt worden. Und wenn man Memory of Escape anmacht, dann kann man die Escape Rooms, die man vervollständigt hat, nochmal spielen. Would you like to save info you obtained during playthrough? After saving the game, we'll restart from the beginning. Okay, wir speichern das wieder auf den ersten. Ja. Okay. Ah, oh wow. Alles klar. Jetzt haben wir hier die möglichen Ausgänge. Und wir sind hier zum Axtende gekommen. Also, wir haben hier angefangen, sind entkommen, Nabbel Nabbel. Dann haben wir hier eine Entscheidung getroffen. Tür 4 und Tür 5. Wir sind dann durch Tür Nummer 4 gegangen und nicht durch Tür Nummer 5.
Okay, das hat uns dazu geführt, dass wir dann hier reinkamen. Locked, unlocked. Das war die Küche. Outside the Cabins. Okay, interessant. So, dann sind wir hier runter. Hier haben wir wieder eine Entscheidung getroffen. Dort gab es die Türen Nummer 3, 7 und 8. Da sind wir durch. Dann haben wir hier nochmal eine Entscheidung getroffen. Hier war Tür 1, 6 und 2. Da sind wir durch Tür 1 gegangen und sind dann schließlich hier gelandet. Und hier haben wir noch eine Entscheidung getroffen. Outside the room. Hier kann man scheinbar. Hier hätten wir noch eine Entscheidung treffen können? Wo hätten wir denn hier noch eine Entscheidung treffen können? Da würde ich sagen, spielen wir das nochmal, um zu gucken, welches Ende wir hier bekommen hätten. Also das Ende war jetzt ja schon ziemlich krass, dass nur Clover quasi entkommen ist. Schauen wir mal, was hier noch gegangen wäre. Ach nee, können wir es spielen oder? Alright, let's go. Okay, lass uns gehen. That's the next door. Wait, a piece of paper. Ein Stück Papier. Ah, ja, This stimmt. is Oder? map of the ship's interior for ADEC. What's wrong? Okay, ich geh jetzt hier mal weiter, I denn found a das. map for this. I see. Das kennen wir ja schon. Well, that was anticlimactic. I should keep this though. Hey, Deswegen klicke ich das jetzt damn einfach it. mal weiter. Clover! Huh? What the hell are you doing? Nothing. What do you mean nothing? What the hell is that? Ah, hier ist das Stück Papier. Ah, da können wir entdecken, dass sie das Stück Papier You've hat. got something in your pocket. Beziehungsweise, dass sie What das is Null, it? dass sie das Nullarmband Oh, hat. this? I wonder. What the hell? Come on, we gotta hurry. Huh? Clover, what's that on your back? A stick. Hey, Clover, what the hell's that thing? Is she ignoring me? For crying out loud. Oder? Können wir hier weiter? Ich will nicht Big stairs. Just like it says on the map. Ace. Did he head? Oh, there he Look, the four others are Really? Let's join. Jumpy, Clover. What's up? We found Found what? We found it. What did you find? The last door. We found door number. Come on. Oder können Just wir jetzt follow us. We'll explain. Okay. Das kennen wir, wie Wait gesagt, for me. schon. Mal gucken. We should get go. Jumpy, we finally Yeah. It's we've reached the end. Mal gucken. But something's bothering me. Only 3 to 5 people. 7 of us are on Ja. two people. Is there a way? 4:30. We've only got 90 minutes left. Hey, Junpei. Let's go. Yeah. Ich bin gerade nicht überlegen, obwohl wir hier noch eine Entscheidung. Ist natürlich auch klar, warum sie jetzt durch möchte, dass die anderen Tür 2 nochmal. Door 2 is the only one we didn't. Yes, that is. Are you guys okay with that? So what? We found door. What's the point? Jetzt wissen wir auch, warum sie noch unbedingt What's the diese letzte point Tür in haben going möchte. To door 9? Sie wollte ja unbedingt die anderen drei noch Can't all go töten. Through, right? Hm. And we should do what we have. Hm. It's like a jigsaw. The best way to finish it, you know? Or what? And then we Ja. are. Do we really want to? Who knows? Maybe we can find. Huh? I don't know what might, but don't you think it? I mean. Also können wir jetzt sagen, wir wollen das nicht. Yeah, you do have a point. The last time I checked the clock, it was 4:30. It's not like we've got a lot of time, but if we're quick about it, we might have time to take a. You're right. Let's go take a look at. Nein, das wollen wir nicht. The elevator can take us. Who shall go then? Let's see. Me. Then June 7 and 9. Hey, why do you get to. I don't mind. Jumpy. Können wir jetzt I'm nicht hier irgendwas entscheiden? Can we just go? All right. Das ist gerade so ein bisschen ermüdend, hier das Ganze okay. nur so durchzuklicken. Lotus, would you be so. Ja, aber hier haben wir heute angefangen. Da war auch nichts zu entscheiden. So? There's something I want. Hey man, what the hell? Well, once I. Really? Of course. Thanks. Are you fine? Doesn't look. I'm out of. Thank you. Well, da bin ich gerade nicht so sicher, ob das hier wirklich was bringt. Können wir hier What's nicht? keeping a... Clover. Ja, genau. Und da haben wir sie jetzt ja gesehen.
Where's everybody else? Where are Ace? Hmm? Oh. Yeah, so where aren't they? You... Yeah. Okay. Oder hätten wir davor die Entscheidung treffen müssen? Irgendwo hatte ich ja was. Bracelet. Oh my god. No. No, 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 no way, no way. This... Nee, das kennen wir ja schon. Okay, ich weiß nicht, wo hier die Entscheidung war. Dann machen wir erstmal was anderes, dann muss ich nochmal gucken. Was da noch zu tun ist in dieser Stelle. Oder vielleicht geht das ja auch erst später. Let's go. Let's get out. Yes, but is That's the zero brace. Na komm. You've got something. Oh. See if we have you and see. Nun komm, nun komm, nun komm, nun komm. Yeah. Ja, das kennen wir schon. Thanks, I'm just gonna... Nee, keine Ahnung, wo man jetzt hier noch eine entscheidende Entscheidung treffen können, um auf ein anderes Ende zu kommen. Ja, Bad End, wissen wir. Bisschen unbefriedigend. Nee, keine Ahnung, wo man hier hätte was anderes treffen können. Das weiß ich nicht, da bin ich ein bisschen überfragt. Aber vielleicht, wenn man von hier irgendwo gekommen wäre, vielleicht wären dann ja noch andere Sachen passiert. Deswegen werden wir hier ganz an den Anfang zurückgehen. Starten dann hier nochmal neu. Hier war jetzt ja die Entscheidung, ob man durch Tür 4 oder 5 geht. Wir sind jetzt mal durch Tür 4 gegangen und werden jetzt durch Tür Nummer 5 gehen. I thought we were finished with that topic. But then what should we do? We should talk. Oh my god, talking won't solve anything! Are you really sure you want to just sit around? We've only got 7.5 hours left. We already... You're right. Very well then. So, auch hier ging erstmal ein bisschen weiter. Well, it's... Thanks to Snake's car. Correct. But... Who's going to... Oh yeah, that's right. All 8 of us can't go. Wir müssen jetzt durch Tür Nummer 5. Wait, I'm telling you now. There is Come on now. Don't be Call me whatever the hell. If I'm going to have Sorry, but Oh, Sam. Hey man. If you think I'm getting some What the hell, man? We're Yeah. So doesn't mean I want Oh, God. Fine. I can't go in there alone. Anyone else willing? I'll go. What? Don't worry. We may part now. How do you know that? Because I do. That's not if you're going. What am I going to? There's nothing you have. If I do seven, and if you add close seven, the digital. Oh, the four. Ja. Meine Güte, das wäre schön, wenn man hier direkt zur Entscheidung springen könnte. Aha. Acht, drei, sechs, fünf, elf, 17. Ja, 4. Eight plus three plus the digital root of. It's 4. Add up our 4 bricks. Then we can go. Yeah. So the team assignment. 7, Snake, Clover, and Ace. They would go through door 5. Moment. Lotus, Santa. Are these really the teams up beyond Nein, door das sind nicht die Teams, die wir wollen. Wir wollen durch Tür 5 gehen. Of course, if I could bring. Should I stay silent or should I stop them? Alright then. It seems we've reached. I'm going through door 5. We're over there too. The door's not going in. Which door? So, jetzt gehen wir durch Tür Nummer 5. Vielleicht rettet das ja unser Leben und das Leben von mehr als nur von einer. Hey, wait. Hey, wartet. I want to go through door 5 too. Ich möchte auch durch Tür 5 What? Gehen. What are you saying, Jumpy? Was sagst du da, Jumpy? If you're going through that door, then I'm going with you. Wenn du durch diese Tür gehst, dann komme ich mit dir. No, you can't. I can't take you with me. Nein, das kannst du nicht. Ich kann dich nicht mit mir mitnehmen. Why? Warum dich? Well, you know what's in there, don't you? Are you sure you want to see that? Du weißt, was da drin ist, oder nicht? Bist du sicher, dass du das sehen willst? Well, please, let me go into door 5. Bitte lass mich durch Tür Nummer 5 gehen. Man, now we're right back where we started. You know that? Mann, nun sind wir genau da, wo wir angefangen haben. Weißt du das? Junpei's bracelet is number 5, right? Okay, Junpei's Nummer ist 5, richtig? If we are going to add Junpei. Then we must subtract 5 from the rest of us. Wenn wir also Junpei dazu addieren, dann müssen wir 5 von uns wieder abziehen. Ace, please, take good care of Clover. Ace,
Bitte, pass gut auf Clara auf. Oh, all right. That's fine. Oh, okay, das ist gut. Ach stimmt, hier, er lebt ja noch. Don't go away. Geh nicht weg. You need to listen to me, Clover. Du musst mir zuhören, Clara. Go to door 4 with the others. Geh mit den anderen durch Tür 4. No! Don't be so selfish. Sei nicht so selbstsüchtig. Why? Warum? You'll be fine. Just relax. Dir wird's gut gehen. Entspann dich einfach. What did he tell her? Was hat er ihr gesagt? Okay. I understand. Okay, ich verstehe. Let's make sure we've got this straight. Okay, dann lass uns sicher gehen, dass wir das jetzt richtig Those machen. Going to door 5 are die durch Tür Nummer 5 gehen, sind Seven and Snake. Genau, schon bei Seven und Snake. 7 plus 2 plus 5 equals 14 and the digital root of 14. And those going to door 4 are Und die anderen gehen natürlich durch Tür Nummer 4. Santa, June, Ace and Clover. 8 plus 3 plus 6 plus 1 plus 4 is 22. Mal gucken, was dann jetzt alles passiert. And the digital root of 22 is 2 plus 2, 4. We're okay with this. No problems here. Okay, keiner hat da Probleme. Let's do it. Wahrscheinlich, weil sie auch endlich weitergehen wollen. 7 2 5. The lever's all that's left. Okay. Okay. Und? All right then. Let's go. Ab dafür. Okay. Please be careful. Okay, bitte sei vorsichtig. Werden wir sein. And it's open. Oh. That's messed up. Okay, hier ist natürlich that, that was the ninth man. Ach, da sind wir, genau, der neunte Mann. Stimmt. Ganz am Anfang sind wir wieder. How can you? Wie kannst du? Well, do you intend to kill me? I assume you haven't forgotten the door only remains open for 9 seconds, have you? Möchtest du mich, oder ist es deine Intention, mich zu töten? Ich nehme an, du hast nicht vergessen, dass die Tür nur für 9 Sekunden offen bleibt, oder? Sorry. Entschuldigung. Let's go. Los geht's. Damn it. The countdown started. Verdammt, der Countdown hat gestartet. Die Tür geht zu. Shit, the door. Nein, die Tür. There's no turning back now. Es gibt kein Zurück. And if we don't manage to find the deactivation device. Und wenn wir es nicht schaffen, die Deaktivierungsstation zu finden. Hey, where is the dead? Hey, wo ist das Dead? How the hell should I know? Wo soll ich das denn wissen? Stay calm. Look around you. Bleib ruhig, schau dich um. Okay, okay, I get it. Okay, ich hab's. Ah! Found it. Right here. Gefunden. Genau hier. Uff. Well, it looks like it stopped. Nun, sieht aus, als hätte es angehalten. Goddamn thing's gonna give me a heart attack. Verdammt, das gibt mir einen Herzinfarkt. Jumpy, are you all right? Jumpy, geht's dir gut? Are you guys okay? Seid ihr Jungs okay? Yeah, we're fine. Ja, uns geht's gut. The detonators have been deactivated. Die Detonatoren wurden deaktiviert. All right, we're moving on. Be careful, okay? Okay, wir gehen weiter. Seid vorsichtig, okay? Stimmt, das ist ja die erste Tür, die sie an dieser Stelle geöffnet haben. Okay. Sure thing. And they're gone. Und dann sind sie gegangen. Now. Doesn't look like we can go any further this way. Sieht nicht so aus, als könnten wir diesen Weg weitergehen. Maybe this wall can be moved. Vielleicht kann diese Wand bewegt werden. Or not. It's not budging. Oder auch nicht. Hey, there's a door over there. Hey, das ist eine Tür. A first class cabin, huh? Oh, eine erste Klasse Kabine. Well, it seems like it. Das sieht so aus. Let's have a look then, shall we? Okay, lass uns mal nachschauen. All right then. Let's go. Okay. Auf geht's. Yeah. Oh. I don't want to look, but ich möchte nicht schauen, aber it's so horrible. I can't even tell what's what. Das ist so furchtbar. Ich kann nicht mehr sagen, was ist. He'd been wearing these. Er hat dies getragen. Bracelets off. Das Armband ist ab. Oh wait. Zero did say. Oh, Moment, Zero sagte Lastly, let's discuss how to remove the bracelets. There are only two ways to do so. One, you escape from this ship.
2, for heart rate, which is 0. In other words, once the bracelet is taken outside the confines of ship, or the backside of the mirror's heartbeat has fallen to 0, it will shut down automatically. The bracelet comes off when you're dead. Das Bracelet, das Armband geht ab, wenn man tot ist. But what the hell's the point of getting it off when you end up like this? Aber warum sollte man es abnehmen oder abgenommen bekommen, wenn man so endet? Just imagining how it must have happened. This was a human. Nur wenn man sich vorstellen, was hier passiert sein muss, das war ein Mensch. Ja, und mit diesen schönen Bildern verlasse ich euch das, also für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.